Hallo und herzlich willkommen zur Folge 0 meines Minecraft Attack on Titan Modpack LPs. Warum gibt es diese Folge 0? Ich möchte euch gerne kurz mal dieses Modpack vorstellen, was ich für dieses Let's Play verwende. Mal kurz sagen, was das denn für Mods sind. Das Modpack beinhaltet 7 Mods. Den ersten Mod sieht man schon oben rechts, und zwar einen Minimap-Mod. Ja, zu dem brauche ich, glaube ich, nicht wirklich viel sagen. Er zeigt halt eine Minimap an, zeigt auch die Mobs an. Ich muss gerade mal gucken, habe ich Mobs hier an? Ja, das sieht mir doch sehr danach aus. Der zweite Mod, den sieht man hier schon im Hintergrund. Das ist ein spanischer Attack on Titan Mod. Der erschafft dieses Biom hier, das Titanenbiom, mit diesen riesigen XXL-Bäumen, und darin spawnen die Titans. Mal gucken, ob wir hier gerade einen finden. Die brauchen wir eine gewisse Zeit, um zu spawnen. Das heißt, es könnte ein bisschen dauern. Dann als dritten Mod habe ich noch einen japanischen Attack on Titan Mod. Der, mal gucken, ob ich das gerade finde. Genau, der beinhaltet zum Beispiel dieses 3-Dier Maneuver Gear aus der Serie, was ich ja schon in meinem Trailer hatte, und auch diese Schwerter, sag ich mal, die da im Anime haben, um den Titanen den Kopf abzutrennen, oder jedenfalls fast. Okay, der vierte Mod ist ein ganz simpler, beziehungsweise was ist eigentlich ganz simpel? Den kennt ihr sicherlich, und zwar den guten Backpack-Mod. Hier gibt es Backpacks in allen verschiedenen Größen und Farben. Sogar ein Backpack. Das kann ich gerade mal zeigen. Ein Backpack mit integrierter Workbench. Das finde ich extrem geil. So, hier kommt weg damit. Okay. Ah, ja, sehen wir schon. Da ist schon der erste Kandidat gespawnt. Na. Okay, jetzt sieht man auch schon einen weiteren Mod, den ich hier mit draufgepackt habe, und zwar den Damage Indicator Mod. Das heißt, wenn ich jemanden angucke, sehe ich, ist er freundlich oder feindlich, wie viel Leben hat er noch und was ist es überhaupt? Okay, dann finde ich nur noch 2 Mods. Genau, das waren die ersten 5. Einen anderen Mod, den ich hinzugefügt habe, ist ein Mod, der erschafft jede Menge neue Mobs, wie zum Beispiel diese Kamele hier. Sind sie nicht wunderschön? Ja, genau. So, ich fliege hier mal gerade ein bisschen über die Wüste in der Hoffnung, ich komme zu einem Ozean. Ja, dieser Lots of Mobs Mod heißt er, glaube ich, fügt viele verschiedene Tiere hinzu, wie zum Beispiel die Kamele von eben, oder Löwen oder Pinguine oder Vögel oder Wale und sogar zwei menschliche Mobs, sage ich mal. Und zwar einmal die Eskimos, die man zum Beispiel hier finden könnte im Schnee. Mal gucken, was haben wir da? Das sind Pinguine. Nein, das sind keine Eskimos, das sind Pinguine. Auch nicht schlecht. Und als zweiten Human-Mob, sage ich mal, Dschungelmenschen. Ich weiß nicht, wie nennt man die? Nicht Dschungelmenschen, hier solche Tarzan-Verschnitte, sage ich mal. Und als guten und letzten Mod habe ich hier den Camping-Mod draufgepackt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel, warte, gehen wir mal hier Camping ein. Genau, hier sieht man, ein Lagerfeuer kann man sich craften. Das hält zum Beispiel böse Mobs fern. Oder irgendwie Zelt oder Pritschen, wo man da drauf übernachten kann, wenn man mal unter den Bäumen pennen muss. Und auch dieser Mod beinhaltet einen neuen Human-NPC, und zwar den Camper. Der sieht ungefähr so aus. Na du? Hey, lauf doch nicht weg.
weg, bleib hier, Camper, Camper, ganz ruhig, ja, ich weiß, oh, was sind das denn hier, Glühbirnen, okay, oh, kann sein, dass der Camper gerade dick aufs Maul kriegt, oha, oha, Camper gegen Spinnenreiter, komm schon, Camper, du schaffst es, Camper, Camper, halte durch, Camper, ist ja nicht so, dass ich ihm helfen könnte, und, tja, da hat's den Camper erwischt. Aber der Hauptgegner sind natürlich in diesem Modpack die Titanen. Ach ja, was mir noch einfällt, in diesem Lots of Mobs Mod sind auch ein paar Dinosaurier mit dabei, wie zum Beispiel hier diese Langhälse, wie heißen die, Brachiosaurus oder so ähnlich, die mit diesem ganz langen Hals, wisst ihr? Oder auch T-Rex, Säbelzahntiger, Raptoren gibt es hier, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, die sind aber irgendwie freundlich, warum auch immer. Oh, was haben wir hier denn? Grizzlybär, hammer, geil. Ja, okay, das war ein kleiner Einblick in das Modpack. Ich fliege nochmal gerade zurück zum Titanenbiom, weil das sind ja immer noch die Hauptfeinde. Die Titanen, man hat sie immer schon gesehen, haben 20 HP und wenn man die nicht mit einem Schlag ummietet, dann regenerieren die sich wie im Anime auch instant. Das heißt, die Titanen werden mit Sicherheit die Hauptfeinde. Fliege ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Na, egal. Ich würde mal sagen, das war genug für den ersten Einblick. Das ist das Modpack, mit dem wir zocken werden. 7 Mods in diesem Modpack. Das Modpack soll auch bald auf dem Technik-Launcher erscheinen. Da gibt es aber aktuell noch ein paar technische Probleme. Und deswegen kann es noch ein bisschen dauern. Ansonsten kann ich euch die Mods auch so schicken. Ich habe die ja schon in einem komprimierten Ordner abgespeichert. Das Ganze läuft auf der Version 1.6.4. Und ja, ich werde dann in der nächsten Aufnahme eine neue Welt starten und das LP beginnen. Ja, in diesem Sinne, was haben wir hier noch? Ein paar normale Mobs, okay. In diesem Sinne, bis zur ersten Folge dann. Ciao.